Hallo Messerfreunde, ich bin's wieder mal, Jake. Melde mich nach einer kleinen Pause zurück mit einem Unboxing. Und zwar geht's um ein Messer, besser gesagt um einen Fairbairn Sykes Kommandodolch von Elmar. Das ist ein wirklich seltenes Stück. Kommt auch in einer Lederscheide nach Elmar Art aus den 80er, 90er Jahren. Ist also noch ein Originalstück, herausgebracht zu Zeiten, als Elmar noch lebte. Und ist nachempfunden dem Model 3, also dem dritten Modell des Fairbairn Sykes Commando Daggers. Hat allerdings ein Ricasso und einen Wellenschliff. Und unterscheidet sich deswegen vom Originalmodell. Außerdem ist die Klinge brüniert bzw. mit so einem Überzug camouflageartig. Allerdings denke ich, dass das durch die Oxidation, Korrosion der Klinge passiert ist, dass die nicht mehr gleichmäßig aussieht. Allerdings ganz interessant, oder? Sieht gar nicht so schlecht aus. Dem typischen Griff. Weiß es nicht genau, ob es Messing ist oder Aluminium. Hier mit dem Endstück. Ovales Parierplättchen. Und der 17 cm lange Klinge, sehr schön spitz. Ja, und von diesem Messer gibt es wirklich nicht viele. In den USA gab es eine Pre-Production-Serie von 200 Stück. Die tauchen ab und zu auf, dann noch das ein oder andere, aber ansonsten wirklich, wirklich ganz selten. Jo Leute, das war's dann auch schon. Demnächst mehr, vielleicht ein Vergleich von diesem Messer und einem anderen schönen Dolch. Bis dann Leute, ciao.